Okay, und weiter geht's in der Küche. Du schon wieder. Haben sie dich wirklich wieder eingestellt? Nun, ich hoffe, du hast diesmal gelernt zuzuhören. Das Hotel hat derzeit einen sehr wichtigen und schokoladensüchtigen Gast, der hier wohnt. Wenn er glücklich ist, ist auch das Hotel glücklich. Und wenn das Hotel glücklich ist, kann ich meinen Job behalten und glücklich bleiben. Bist du sicher, dass du dich glücklich fühlst? Sei still. Ich habe den ganzen Morgen Herberts Schokobars für das Fondue ausgepackt. Wenn Mr. Gondolus mit den Bestellungen beginnt, sollten wir besser bereit sein. Fang wieder an mit den Zwiebeln. Ja, alles klar. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall die Schokolade jetzt... Ja, ist die Frage, ob ich ihn jetzt töte oder betäube, aber ich denke, ich habe jetzt keinen Grund, ihn zu töten. Also nehmen wir vielleicht mal nur das Betäubungszeug, sofern wir da die Wahl haben. Aber davon gehe ich mal aus. Gute Arbeit, jetzt brauche ich mehr Kartoffeln. Hoffentlich wird das nicht wieder hier so ein Endlos-Loop. Gute Arbeit. Schokolade umrühren. Der Träumer. Oh, okay, das geht. Jeden anderen Scheiß hat er mitgekriegt, aber wenn ich jetzt hier Tabletten reinwerfe, das merkt er nicht. Ach du meine Güte. Ich verzichte jetzt besser darauf, die Schokolade zu essen. Ja, ich glaube auch. Was war das? Nichts. Du musst nur dafür sorgen, dass die Schokolade gleichmäßig ist und den gewünschten Rand bekommt, den du bei dem Schokoladenfondue brauchst. Wehe, du vermasselst es. Lass das, was du gerade tust. Ich brauche mehr Zwiebeln. Ja, leck mich doch. Ich hab's vergiftet. Jetzt kann ich auch gehen. Hey, was denkst du, wo du hingehst? Ich muss gehen. Nein, tust du nicht. Du arbeitest gerade. Es tut mir leid, aber ich muss. Du bist gefeuert. Könnte natürlich sein, dass jetzt die Oma sich hingelegt hat und ich jetzt ins Zimmer reinkomme. Wenn das hier unten der Trigger dafür ist. Also mache ich nochmal einen auf Reinigungskraft. Keine Ahnung, ob das eine Rolle spielt. Genau. Jetzt Reinigungskraft oder Page bin, sollte dann jetzt wahrscheinlich egal sein. Weil wir haben bei beiden die gleichen Karten. Ja. Mehr können wir auch nicht machen. Wir haben ja die gleichen Karten für die gleichen Stockwerke und so, also... Jetzt können wir nochmal gucken, ob da jetzt vielleicht irgendwas liegt, mit dem ich das Drohnending verstopfen kann. Ich gehe mal davon aus, dass ich das verstopfen muss, um den Lieferbot... Notausgang abgeschlossen, oh mein Gott. Na gut, kein guter Brandschutz. Weil sonst... Wobei... Stimmt, ich muss es ja gar nicht liefern. Ich muss es nur... Jetzt, wo ich es vergiftet habe... Ich dachte, ich muss es abfangen und dann vergiften, aber das brauche ich ja gar nicht mehr. Wenn es in der Küche vergiftet ist, ist es ja jetzt... Rock sagte mir, ich solle den Anschluss unter dem Bett suchen. Ach, stimmt. Lass uns das tun. Stimmt, da war ja was. Oh, da ist der. Okay. Seltsamer Anschluss. Spionagegerät. Okay.
System online, wähle die Richtung, in die gescannt werden soll. Warte mal, rechts wäre jetzt die Oma, ne? 383, genau. Wuh, das ist das Zimmer nebenan. Es ist, als wäre die Mauer einfach verschwunden. Unglaublich. Es ist eine dunkle Holzkiste mit einer Metallklammer. Es sieht aus wie ein typisches Schmuckkästchen. Oh, Miss Pearl schläft. Sie scheint jetzt zu schlafen. Okay. Die hat mich auch so blöd angemacht. Der kann ich ja ruhig auch die Kette klauen, ne? Das ist ja moralisch völlig in Ordnung. Blaue Herzen. Wir haben ja noch zum Meisterdieb. Da schreit sie wieder ihren Spruch. Vielleicht sollte ich meine Tür von nun an schließen oder sowas, hat sie gesagt, ne? Achso, shit, jetzt habe ich wieder die Nummer nicht angeguckt. Aber ich glaube, das konnte ich auch nicht. Aber muss ich vielleicht auch gar nicht, weil ich kann ja rüber scannen. Zur anderen Seite. 5,50. Ja, das ist ganz wichtig, ne? Sitzt nur am Fernseher, Kollege. Sieht wirklich nach einem Gerät aus, das viel helfen könnte. Was? Ist auch noch das Device. Ist beides das Device? Nee, ist es nicht. Kleiner Tisch. Nur ein normaler Tisch. Taschen. Das ist eine Menge Gepäck. Okay. Das ist Mr. Gondolis. Es ist ein großer Bildschirm. Daran ist nichts Besonderes. 550. Kennt er die jetzt? Wenn ich sie da gesehen habe? Ich möchte etwas auf mein Zimmer bestellen. Ah, 550. Die Oma haben wir schon beklaut. Ich weiß nicht, ob wir die betäuben müssen noch. Eigentlich nicht, ne? Das scheint in Ordnung zu sein. Was kann ich für dich tun? Ich hätte gern ein Steakgericht, bitte. Ich glaube nicht, dass der Vegetarier ist. Okay, willst du das in Schokolade tunken? Oh ja, bitte. In Ordnung. Deine Bestellung sollte gleich kommen. Oh, kostenloses Essen. Wie wunderbar. Vielen Dank. Ich glaube nicht, dass es kostenlos ist, aber das erfährst du erst bei der Abreise. Der röchelt, als hätte ich ihn vergiftet, aber ich glaube, ich habe ihm nur das Betäubungsmittel gegeben, oder? Kann ich der Oma auch was bestellen? Ah, verdammt. Und wenn ja, was bewirkt das? 383. Oh, sind Sie das, Miss Pearl? Was ist mit deiner Stimme passiert? Meine Stimme? Ich habe aus Versehen eine ganze Clementinenscheibe verschluckt. Oh, das muss sich furchtbar anfühlen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, ja, mach dir darüber keine Sorgen, mein Sohn. Ich muss Sie noch einmal daran erinnern, dass Sie von einem Arzt angeordneten Ernährungsplan haben. Ich sehe hier, dass Sie erst morgen zum Essen erwartet werden, Miss Pearl. Sie müssen nur noch ein bisschen länger warten. Okay, da können wir nichts machen. Okay, das Gerät müssen wir wieder abgeben. Also müssen wir es, glaube ich, mitnehmen. Genau. Und dann können wir jetzt zu ihm gehen. Und das ominöse Device einstecken. Es sieht wirklich nach einem Gerät aus, das viel helfen könnte. Keine Ahnung, was der Satz bedeuten soll, aber eine vermeintlich sehr fortschrittliche Maschine. Es gibt ein Etikett mit der Aufschrift freigegeben für Leim Import Export. Okay. Ich habe einen kleinen Schlüssel in seiner linken Tasche gefunden. Hier steht nicht, wofür er ist. Es ist eine Menge Gepäck. An dieser großen Kiste hier gibt es ein Schloss. Na, was für ein Zufall. Gondolis Schlüssel. Ich habe hier ein weiteres Gerät gefunden. Es ist aber sehr leicht. Es ist
ein Ersatzteil für das Gerät. Das ist nur das äußere Gehäuse. Es sieht genauso aus wie das echte Gerät. Es gibt ein Etikett mit der Aufschrift freigegeben. Oh. Kann ich dem Mafiosi auch eine Fälschung geben? Okay, als erstes soll ich vielleicht mal beim Hehler die Kette verkaufen. Wer weiß, ob ich nachher mit irgendwelchen Cutscenes überhaupt noch Dinge tun kann oder nicht. Ist ja leider immer so ein bisschen kritisch bei dem Spiel, dass man manchmal nicht so weiß, wann man noch was machen kann und wann nicht. Deswegen haben wir ja schon das Ressort da zerstört und den verschollenen Ehemann nicht gefunden. Vielleicht solltest du zurück an die Arbeit gehen. Ich will meinen Job kündigen. Was? Na gut, in Ordnung. Bitte zieh deine Arbeitskleidung aus und gib die Sachen hier ab, bevor du gehst. Bitteschön. Dankeschön. Wo war denn der? War der nicht hier? Oh, es gibt neue Dosen. Kann ja noch wieder ein bisschen Geld verdienen. Ist der Hehler gar nicht mehr da? Ist ja ärgerlich. Hier gab es auch einen Müllcontainer in der Gasse, oder? Hier war der doch, oder? Mülleimer? Nichts Nützliches. War nicht viel, aber jedes bisschen Geld hilft, wa? Sollte das Gerät wirklich Rock in der Bar geben, bevor ich gehe? So, warte mal, das ist ja gar nicht die Recyclingstation, das ist ja die Tram-Geschichte. Das ist die Recyclingmaschine. Sieben leere Dosen. Leider sagt er mir auch nicht, wie viel Geld ich jetzt bekommen habe. Das ist tatsächlich ein bisschen blöd. Da sind wieder leere Dosen. Da haben wir auch nochmal einen Mülleimer. Ein paar leere Dosen. Okay, bevor ich jetzt reingehe, wie gesagt, man weiß immer nie so richtig, ob es vielleicht nachher nicht mehr geht. Hätte ich ja mal gucken können, wie viel Geld ich hatte vorher und... Ach Gott, naja gut. Wenn man ein bisschen selber mitdenken würde manchmal, dann könnte man auch das eine oder andere dann rausfinden. Hast du das Gerät schon? Ja, dann gib es her. Vermeintlich fortschrittliches Gerät und ein Fake. Ich gebe mir mal das Fake-Gerät. Mal sehen, ob das geht. Bitteschön. Wow. Das sind erstaunliche Fähigkeiten, die du da hast. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass du das schaffen würdest. Ich schätze, ich könnte dich jetzt zu meinen Chefs schicken. Sie sind im Penthouse von Tower 65. Hier, nimm den Aufzugsschlüssel. Ich werde sie benachrichtigen, dass du auf dem Weg bist. Dieb und Betrüger. Blaue Herzenhalskette, Aufzugsschlüssel, Gerät. Wieso Geldverlust? Hätte ich ihm jetzt das richtige Gerät gegeben, dann hätte er mir
noch Geld gegeben? Oder wie soll ich das verstehen? Schon wieder leere Dosen gefunden. Ich glaube, das ist nur dafür da, dass man Geld farmen kann, wenn man hier das Abhörgerät kaufen muss und kein Geld hat oder so, wenn man auf dem Planeten landet, oder? Also ich habe 1006. Und wenn ich jetzt 4 einwerfe... habe ich 1014, also 2 pro Dose. Ist jetzt nicht so der heiße Scheiß, aber besser als gar nichts. Hab nichts mehr zu verkaufen. Ja, ich weiß nicht, die Limo, die Zigaretten und... ich weiß nicht, warum ich das kaufen sollte. Sehe ich jetzt nicht so wirklich. Ja, hätte so andersrum laufen können, wäre der kürzere Weg gewesen, aber naja. Aber der Hehler ist nicht da, das ist eher... oh, da ist er wieder. Ah, das war vielleicht nur, damit man... ja, keine Ahnung. Damit man denkt, man kann es nicht verkaufen und dann das echte Gerät abgibt oder so und sich dann ärgert, dass man es abgegeben hat oder so. Das wird so ein bisschen reinspielen, weil manchmal ist das Spiel echt ein bisschen asozial. Ich habe vielleicht etwas zu verkaufen. Was hast du? Ja, eine schicke Halskette. Mal sehen. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Weißt du überhaupt, was du hier hast? Ja, das tue ich. Ich gebe dir hier und jetzt 300 Credits dafür. Keine Fragen. Ja klar, hau rein. Abgemacht. Super. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Eine Halskette verkauft. Geld gewinnen. Okay, kann ich auch noch das Gerät verkaufen? Ja, Hightech. Ach so. Ja, warte mal. Sollte ich ihm das zurückgeben? Also ja, er wollte es zurückhaben, aber... wenn ich ihm das zurückgebe, dann bin ich es einfach nur los. Und wenn ich es verkaufe, kriege ich dafür Geld. Mal sehen, wie viel es dafür gibt. Weil 300 zum Beispiel wären ja auch nicht verkehrt, weil dafür kriege ich schon wieder fast einen Anbauteil für mein Schiff. Ja, ich verstehe. Wirklich sehr schön. Es gehört also zu... ja, es ist ein Abhörgerät. Ich verstehe dich. Hör zu. Ich gebe dir 40 dafür. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich es ihm nicht zurückgebe, weil er es ja zurückhaben wollte. 40 ist... ich guck mal, ob ich es abgeben kann. Weil 40 ist jetzt nicht wirklich der heiße Scheiß, ne? Weil wenn ich es ihm nicht wiedergebe, wer weiß, wenn ich mir dann den Hass der Gruppe auf... den Hass der Gruppe hier auf mich ziehe, das ist vielleicht auch nicht gut, ne? Und für 40 da jetzt so ein Risiko einzugehen. Oder ist es das Gerät hier? Also das ist ja das... ah nee, Moment, das Abhörgerät. Das ist das, was ich gekauft hatte. Das andere hat er schon zurückgegeben. Okay, das Questing. Okay. Ja, dann kann ich es verkaufen, dann ist es ja egal. Den Spitzel haben wir ja gefunden, also sollten wir das ja eigentlich auch nicht mehr brauchen. Vermutlich können wir es wegen diesen komischen Handelszonen hier auch sowieso nicht mit rausnehmen, also... ich weiß gar nicht, wie viel ich dafür gezahlt hatte, aber mehr als 80 hatte ich für keins von beiden Dingern bezahlt, also vielleicht habe ich sogar ein bisschen Gewinn damit gemacht. Aber zumindest kein Verlust, ist auch nicht verkehrt. 40, alles klar. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Geldgewinn ist nie verkehrt. Okay.
Okay, dann können wir jetzt in den Tower und zum Penthouse hochfahren. Wenn wir nicht gleich verhaftet werden, weil wir die Kette geklaut haben. Gondolis Schlüssel bräuchte ich. Penthouse Schlüssel. Karte. Okay, was haben wir hier? Tafel. Okay. Batteriefach. Energiezellenbatterie. Warnung, schließe keine externe Stromquelle an, während das System bereits mit Strom versorgt wird. Es könnte einen Stromstoß verursachen und die Hauptsicherung durchbrennen lassen. Keine Ahnung, warum ich das Ding jetzt noch habe. Hätte ich es vielleicht auch abgeben können. Ist aber auch nicht so, dass ich das jetzt irgendwie auseinanderbauen könnte und dann da eine Batterie drin wäre. So einer wie der im Knast ist aber hoffentlich nicht dasselbe. Willkommen. Ich hoffe, die Fahrt mit dem Aufzug war zu deiner Zufriedenheit. Bitte komm hier rüber, damit wir mit, damit Mr. Bossman dich in Ruhe anschauen kann. Boss? Das ist Captain Thomas Velmu. Er hat sich unserer Sache gegenüber als freundlich erwiesen. Oh, ein Freund. Gut, gut. Weißt du, wer ich bin? Ich nehme an, du bist Mr. Bossman. So nennen sie mich. Aber das ist nicht das, was ich bin. Oh, ich weiß nicht, vielleicht bist du... Ich bin der König! Ich bin der Motor, der diese Stadt am Laufen hält. Ohne mich wäre diese gottverlassene Absteige allenfalls ein Fischerdorf gewesen. Es tut mir leid, dass ich das Problem betone, aber wir sollten wirklich zur Sache kommen. Wir haben um 4 Uhr ein Treffen mit der Gruppe, erinnerst du dich? Hm, da hast du recht, Stripe. Also... Was kann ich für dich tun? Mir wurde gesagt, du hättest Zugang zum Space Gate. Ich muss wirklich so schnell wie möglich zur Erde zurückkehren. Erde? Ja. Ich habe gehört, dass der Planet Erde in große Schwierigkeiten geraten ist. Ist es nicht so, Stripe? Ja, das ist korrekt. Die gesamte Unionsflotte ist in diesem Moment auf dem Weg zur Erde. Richtig. Warum sollte jemand, der bei Verstand ist, dorthin gehen wollen? Ich habe meine ganze Familie dort. Ich muss zu ihnen zurückkehren. Ich verstehe. Das verstehe ich. Also, kannst du mir helfen? Hilfe ist ein teures Wort, mein Sohn. Sehr schön. Dein Typ Rock sagte, du könntest... Rock. Er bezieht sich auf Roger Scammerson. Einer unserer Freunde hier bei Alien Square. Ich verstehe. Mr. Velmu, du musst verstehen, dass Gefälligkeiten wie alles andere im Leben auch ihren Preis haben. Ich dachte, ich hätte diesen Preis bereits bezahlt, indem ich Rock geholfen habe. Nun, deine Bemühungen haben dir ein Treffen mit mir eingebracht. Wenn weitere Gefallen gewünscht werden, müssen weitere Kosten gezahlt werden. Stripe? Bitte kläre Mr. Velmu auf, was von ihm erwartet wird. Ja, richtig. Wir brauchen einen Kurier, verstehst du? Jemand, der in keiner Weise mit uns verbunden sein kann, wenn du weißt, was ich meine. Du willst also, dass ich dieser Kurier bin. Siehst du, Boss? Ich habe dir doch gesagt, dass wir hier einen hellen Kopf haben. Du lieferst ein Paket an das Pi-System. Zurzeit findet dort die jährliche Ausstellung statt. Oh, da wollte ich sowieso rein. Das könnte ganz passend sein. Und die Hauptattraktion ist ihre neue Upper Space Prototypmaschine. Diese neue Maschine ist eine große Bedrohung für unsere Interessen im Space Gate. Sie behaupten, dass es sowohl sauberer als auch billiger ist, Schiffe mit ihrer Technologie zu schicken. Aber in Wirklichkeit wird es diesen Quadranten nur politisch instabil machen. Wenn das an die Öffentlichkeit geht, wird das Geschäft darunter leiden. Das Geschäft kann niemals leiden. Alles, was du tun musst, ist ein Paket in der Nähe ihres Prototyps zu platzieren, es zu aktivieren und zu gehen. Schöne Bombe, dann habe ich auch gleich den Job für die Öko-Leute erledigt. Das ist eigentlich gar nichts. Wie auch immer. Tickley gibt dir hier alle Details, die du über das Paket wissen musst. Denk daran, wenn du das für uns tust, gewähren wir dir eine Reise in deinen Sektor durch das Space Gate. Bin ich es jetzt? Ja, Tickley. Bitte halte Mr. Velmu hier über das Paket auf dem Laufenden. Richtig. Wenn du hier rüber zum Tisch kommst, zeige ich dir das Paket.
Hi, hi. Also, mal sehen. Hast du schon einmal mit Paketen gearbeitet? Ja klar, ich habe heute schon eins ausgeliefert. Oh toll, dann wird das kein Problem sein. Zuerst musst du das Paket in der Nähe des Upper Space Prototyp platzieren. Dann musst du nur noch diesen Auslöser drücken. Die Bombe wird dann explodieren und das Upper Space Gewebe um sie herum zerstören. Moment mal, das Paket ist eine Bombe? Na, was hast du denn gedacht? Ja, natürlich. Was sollte es sonst sein? Du machst wohl Witze? Nein, ich fürchte nicht. Ich schätze, ich kann das Paket nehmen und dann werden wir sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe. Glaubst du, dass du hier eine Wahl hast? Nun, technisch gesehen hat Mr. Velmo mehrere Möglichkeiten, aber nur eine davon wird ihn am Leben halten. Das habe ich mir gedacht. Du meinst, ich bin gezwungen, das zu tun? Gezwungen ist so ein hässlicher Ausdruck. Ich würde sagen, du bist überredet. Genau wie ich. Wer bist du? Seufz. Ich bin eigentlich niemand. Ich habe früher für dieses großartige Forschungsunternehmen gearbeitet. Oh Scheiße, hätte ich vielleicht erst zu Überheimer gehen müssen? Kann ich das jetzt wieder nicht mehr machen, weil ich schon bei ihm war? Das wäre auch behindert. Ich habe früher für dieses großartige Forschungsunternehmen gearbeitet. Das heißt, bis Mr. Bossman es aufgekauft hat. Jetzt konzentriere ich mich vor allem auf Waffendesign und andere praktische Lösungen. Wie funktioniert die Bombe? Es handelt sich nicht um eine Bombe im eigentlichen Sinne. Es ist eine Art Disruptor. Bei der Detonation wird das gesamte Oberraumgefüge in einem ziemlich großen Bereich um ihn herum zerstört. Die Upper Space-Maschine wird dann völlig nutzlos sein. Es ist eigentlich völlig ungefährlich, sich in der Nähe aufzuhalten, wenn sie losgeht. Es wird nichts in der Umgebung verletzen, aber das Upper Space-Feld, außer dem Upper Space-Feld wahrscheinlich dann, ne? Ich schätze, die Space Gate Corp macht keine Konkurrenz. Es geht nur um politische Stabilität, Techli. Natürlich, Mr. Stripe. Könnte die Bombe nicht auch die Space Gate-Technologie stören? Nein, nicht wirklich. Es ist ein Upper Space-Disruptor. Das Space Gate faltet Lower Space. Ich schätze, dieselbe Technik könnte auch verwendet werden, um Lower Space zu stören, aber diese Bombe ist so kalibriert, dass sie nur Upper Space betrifft. Irgendwas sagt mir, ich zünde die und dann geht beides nicht mehr und dann komme ich doch nicht durch das Gate, sondern muss selber weiterfliegen. Es ist also unmöglich, ihn für Lower Space neu zu kalibrieren. Vielleicht nicht. Aber man müsste schon ein echter Experte für Lower Space-Technologie sein, um... Bitte, Techli, lass uns unseren Kurier nicht mit diesem Unsinn langweilen. Richtig. Dann gib mir einfach die verdammte Bombe. Klar, du kannst es hier vom Tisch nehmen. Die Frage ist, muss ich das Gate zerstören, damit der Alien-Raketen-Bomber-Dingsbums da nicht durchkommt? Oder zumindest verzögert wird? Klar, du kannst es hier vom Tisch nehmen. Du brauchst dieses Ticket auch, um die Ausstellung zu betreten, in der die Maschine ausgestellt ist. Nur eine kleine Frage. Wie soll ich dieses Paket über die Handelsgrenze hinaus bekommen? Das wird kein Problem sein. Es ist mit dem Zoll abgeklärt worden. Oh, okay. Eine Sache noch, Mr. Velmo. Pass auf, dass du dich bei dieser Mission nicht verirrst. Wir können die Bombe durch ihr spezifisches Upper Space Resonanzfeld aufspüren. Also bleib auf deinem Weg und alles wird gut. Techli, ja. Bitte begleite Captain Velmo nach unten in die Lobby. Natürlich. Wir gehen jetzt besser, Mr. Velmo. Nur noch eine Sache, bevor wir gehen. Mir ist aufgefallen, dass du Vorbehalte gegen den Einsatz der Bombe zu haben scheinst, richtig? Ja, es fühlt sich an, als würde ich dazu gezwungen werden. Das kann ich gut verstehen, du weißt schon. Es könnte einen anderen Ausweg geben. Erzähl mir mehr. Captain, ich möchte, dass du weißt, ich gehe ein großes Risiko ein, wenn ich dir das anvertraue, aber es ist eine zu gute Gelegenheit, um sie zu verpassen. Und du kommst mir vor wie ein rechtschaffener Mann. Ich arbeite tatsächlich für den Widerstand. Der Widerstand? Wir sind eine kleine Gruppe, die gegen die Korruption hier auf Leim arbeitet. Das Space Gate ist der Schlüssel. Es verschmutzt das Gefüge des Raums und hat politisch nur den Reichen genützt. Was ist die von dir erwähnte Gelegenheit? Wir haben sogar in Bossmans Büro darüber gesprochen. Ich denke, es wäre möglich, die Bombe so zu kalibrieren, dass sie den Lower Space statt Upper Space betrifft. Mit dieser Bombe könntest du das Space Gate ein für alle Mal loswerden. Das würde uns beiden helfen, weißt du? Wie würde mir das helfen? Du weißt es nicht? Die Lymianische Regierung erlaubt der Union die Nutzung des Space Gates. Ein Zusammenbruch würde die Verstärkung der Union drastisch verringern. Also kannst du die Bombe neu kalibrieren? Nein, für diesen Job braucht man einen Lower Space Experten. Wir bräuchten Professor Oppenheimer. Oh. Er ist der Chefarchitekt der nächsten Version des Space Gates. Das einzige Problem ist, dass Mr. Bossman seinen Wert kennt und ihn derzeit an einem geheimen Ort festhält. Wenn du uns hilfst, ihn zu finden, können wir dir zumindest eine Option anbieten, was du mit der Bombe machen kannst.
würde ich die Neukalibrierung der Bombe nicht Ärger mit Bossman bekommen. Hey, alles, was sie wirklich wollen, ist die Entwicklung der Upper Space Maschine zu verzögern. Es ist ihnen egal, wie du es machst. Wenn du das schaffst, kannst du die Bombe auch gleich für uns aufheben. Was? Hast du eine Idee, wo ich die Adresse von Übmeier finden kann? Die habe ich doch schon. Nicht wirklich. Ich weiß, dass Mr. Bossman wichtige Dokumente in dem Safe in seinem Büro aufbewahrt. Aber der Mann geht nie. Ich glaube, er schläft hinter diesem Schreibtisch. Es ist ja nicht so, dass du einfach das Licht ausmachen und dich reinschleichen könntest. Komm einfach zu mir, wenn du die Informationen über Übmeier hast. Das könnte ich, wenn ich eine Batterie hätte. Wenn ich die Gelegenheit habe, hänge ich meistens in der Hotellobby herum. Captain? Ja, Shuttle? Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir den Standort dieses Übmeiers tatsächlich kennen. Ja, ich erinnere mich. Ja, die Frage ist jetzt wahrscheinlich, ich kann den Upper Space-Antrieb zerstören, dann helfe ich diesen Eingeborenen da, sodass sie nicht alle sterben. Oder ich kann den Lower Space zerstören, also Übmeier töten, um den Upper Space-Leuten zu helfen. Oder ich kann den Space Gate zerstören, was mir dann, weiß ich nicht, einen Vorteil bringt. Verzögert das die Geschwindigkeit von dem Blaster oder... Weil das ist jetzt wieder genau so ein Punkt, ne? Jetzt hat man wieder Optionen, aber kann die Konsequenzen nicht einschätzen. Disruptor-Auslöser. Disruptor-Bombe zerlegen. Disruptor-Bombe Teil 2. Also ich muss ja jetzt nicht in Bossmans Büro. Die Frage ist, kriege ich da noch irgendwas anderes außer dem der Adresse von Übmeier? Achso, muss ich wahrscheinlich erst wieder angucken. Stripe, was ist passiert? Ich bin nicht sicher. Ich werde es mir ansehen. Ich bin gleich wieder da. Okay, aber beeil dich, ja? Ich glaube, in Bossmans Büro sind die Lichter ausgegangen. Vielleicht kann ich mich da reinschleichen, ohne dass sie mich jetzt bemerken. Ich nehme erstmal meine Batterie. Genau. Die brauche ich ja noch für die Bombe. Ich glaube, das ist eine Pflanze. Ein Gemälde sein. Fühlt sich an wie ein Stuhl. Wenn ich mich nicht irre, ist das ein Pferd. Das ist Bossman. Den werde ich, glaube ich, nicht ansprechen. Ich denke, es ist eine kleine Notiz. Das ist ein Stuhl. Das ist ein Tresor gewesen, ne? Fühlt sich an wie ein Safe. Er hat ein großes Rad und eine Art Hebel. Das hat nicht geklappt. Ich glaube, ich habe die falsche Kombination. Warte mal, kann ich rausgehen und den Zettel lesen und dann den Tresor öffnen vielleicht? Scheint etwas drauf geschrieben zu sein. Tresorkombination. Rechts, rechts, links, rechts. Rechts. Und rechts. Und dann am Hebel ziehen, vermutlich. Verstanden, es ist offen. Lass uns fühlen, was hier drin ist. Es ist ein bisschen seltsam, wenn man die Größe des Safes bedenkt. Es scheint nur ein kleines Buch und einen gefühlt geringen Geldbetrag zu enthalten. Ich schnappe mir einfach alles. Verschwinde besser, bevor sie die Lichter reparieren. Das ist eine gute Idee. 1476. Ich weiß nicht, was ich vorher hatte. Unten hatte ich ja irgendwas um die 1000 ungerade. Als ich die Dosen verkauft hatte. Aber danach hatte ich ja auch noch mal die Halskette verkauft und so. Keine Ahnung, wie viel Geld das jetzt wieder war. Aber ich glaube, 100 oder so waren es wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich 80 oder sowas.
Wenn ich 1000 ein bisschen was hatte, habe ich wahrscheinlich 1300 und ein bisschen was gehabt. Ja, natürlich. Ich werde alle Schlüssel zum Penthouse sofort deaktivieren. Leider kann man diese Zusammenfassung auch nicht anklicken, den Geldgewinn, dass man sehen würde, wie viel das war. Das hält die Adresse von Üppenheimer. Ja, mal gucken, ob ich noch irgendwas verkaufen kann. Die Frage ist jetzt natürlich... Ich meine, wenn ich mit der Zerstörung des Space Gates den Blaster aufhalten könnte, dann wäre das vielleicht sogar eine Überlegung wert. Das Problem ist nur, dass ich das halt nicht weiß, was genau die Auswirkungen sind, ne? Das macht das Ganze natürlich jetzt ein bisschen... Also ich bleibe vielleicht beim Plan und zerstöre einfach nur den Upper Space. Mal töten. Vielleicht schauen wir noch mal ein bisschen, was das für ein Typ ist. Ob es ein Arschloch ist oder nicht. Okay. Gibt es auch sonst nichts? Kann ich die wieder zusammenbauen? Anscheinend nicht. Vielleicht macht er das dann, wenn ich sie anwende oder so. Ja. Jetzt ist die Pix dreht. Ich würde gerne mit der Üppenheimer sprechen, bitte. Bitte lass mich in Ruhe. Es antwortet niemand. Ja, super. Ding hier verbuggt. Ach Gott. Ich weiß nicht, wo er jetzt gespeichert hat. Aber vielleicht habe ich da noch eine andere Chance, mit dem Üppenheimer zu reden. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich an den rankommen soll. Okay. Kann man noch ein bisschen Geld sammeln hier wieder. Kann ich dann ja wahrscheinlich immer noch so, das wieder zusammengebaut. Machen wir das mal gleich, bevor wir ja wieder 100 andere Sachen gemacht haben. Und dann wieder hängen bleiben.
nichts Nützliches drin. Da sind leere Dosen drin. Auch nur die Tür zum Interagieren. Kann ich auch nicht hingehen. Ich muss mit dir reden, oder ist das die Peak Street? Ich muss mit dir reden. Aber ich weiß nicht, wer du bist. Ist das die Peak Street? Ja, ist es. Wer bist du? Ich würde gerne Mr. Oppenheimer sprechen, bitte. Bitte lass mich in Ruhe. Es antwortet niemand. Na gut, oder kann ich erst zu ihm hin, nachdem ich auf Pi war und das irgendwie erledigt habe oder so? Kann aber nicht sein, weil er müsste ja die Bombe umprogrammieren. Ja, jetzt könnte ich natürlich mit dem Typ in der Lobby nochmal reden, der mir die Bombe gegeben hat. Vielleicht hat er ja irgendwas, was mir helfen kann mit dem Oppenheimer. Ansonsten wüsste ich halt auch nicht. Techlier, genau. Hallo nochmal, hast du etwas gefunden, das uns helfen könnte? Ich habe die Adresse von Oppenheimer. Ach ja, wie kommst du an solche exklusiven Informationen heran? Ein Magier verrät nie seine Tricks. In der Tat tut er das nicht. Also, kann ich sehen, was du gefunden hast? Klar, hier. Ich kann es nicht glauben. Was? Diese Adresse befindet sich in der Mitte der Stadt. Versteckt vor aller Augen, schätze ich. Ja, ja, in der Tat. Lass uns gemeinsam dorthin gehen. Ich glaube, ich kann ihn überzeugen, uns zu helfen. Ich treffe dich in 30 Minuten bei Oppenheimer, okay? Okay, super. Vergiss nicht, die Bombe mitzubringen. Ich meine, andererseits, den Blaster aufzuhalten, ist jetzt für mich auch wichtiger als die Und von der Sache her, wenn der Bossman dran interessiert ist, dass die Entwicklung vom Upper Space aufgehalten wird, und er hier sagt, es wäre kein Problem, wenn ich die umprogrammiere und den Lower Space Kram zerstöre. Würde das dann auch den Eingeborenen da helfen? Ist echt ein bisschen unschlüssig. Also ich gehe jetzt einfach mal mit dem Techley zu dem Oppenheimer und wenn ich ihn nicht töten kann, dann mache ich einfach die Lower Space Sache. Wenn ich ihn auch töten kann, also wenn ich quasi sowieso mit ihm dahin muss, um auch die Chance zu kriegen, ihn zu töten, dann weiß ich es ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Da bist du ja, ich wollte gerade reingehen. Du hast die Bombe bei dir, richtig? Natürlich. Ich habe gerade gedacht, wie mutig du bist, das durchzuziehen, Captain. Ich versuche nur mein Bestes, mich in diesem moralischen Dschungel zurechtzufinden. Sind wir das nicht alle? Was? Also die Übersetzung ist mir echt schräg. Das ist alles, das ist also La Casa de Oppenheimer. Ja, ist es. Das ist der Ort, an dem er angeblich arbeitet und lebt. Hey, sieh dir das an. Von hier aus kann man den Turm 65 bei Alien Square sehen. Und auch umgekehrt.
Du musst dich konzentrieren, Captain. Tut mir leid, ich werde so konzentriert sein wie ein medizinischer Laser. Zing. Entschuldigung? Zing. Das ist das Geräusch von etwas sehr Konzentriertem. Richtig. Überlass mir das Reden, wenn wir drin sind, okay? Ich weiß nicht, ob diese Aussage von ihm gerade was damit zu tun hat, mit dem, was ich gerade vorher gesagt habe. Aber gut. Ich werde eine Fliege an der Wand sein. Wer ist da? Hallo, Bob. Ich bin es, Tim. Wer? Tim Tackley. Tackley? Ah, du meinst Tim Zweifuß aus Abteilung Z. Genau der. Oh je. Was für eine angenehme Überraschung. Es ist schon so lange her, seit zu lang, Genosse. Was in der ganzen Schöpfung des Universums bringt dich hierher? Und wie hast du mich überhaupt gefunden? Das, mein Freund, ist eine komplizierte Geschichte. Eine Geschichte, die ich dir gerne erzählen würde. Aber ich fürchte, ich bin nicht hier, um Kontakt zu knüpfen. Meine Gründe sind eher ernster Natur. Dürfen wir reinkommen? Einen Moment. Hallo da unten. Oh, hallo, alter Mann. Wer ist der blaue Anzug, den du bei dir hast, Tim? Das ist Captain Velmo von der Space Fleet. Ich kann keinen Fremden riskieren, Tim. Mein Arbeitgeber will mich isolieren. Er ist harmlos. Er ist der Grund, warum sich dieses Risiko lohnen könnte. Hm. Hör mir zu, Bob. Ich kenne dich wie meine Westentasche und ich weiß, dass ihr das hören wollt. Also gut, du weißt, dass ich dir vertraue, Tim. Gib mir eine Sekunde und ich rufe dich an. Ich lasse dich rein oder so. Also die Übersetzung ist strange. Aber gut, komm rein, komm rein. Tim Tackley, du alter Ziegenhirte. Es erwärmt mir das Herz, dich hier zu sehen. Ich kann nur dasselbe sagen, Bob. Ich wollte mir gerade einen Tee aufsetzen. Willst du etwas? Nein, danke. Okay, mal sehen, ob ich ein hartes Brot für dich zusammenkratzen kann. Bitte, Bob, wir sollten zu dem Grund kommen, warum wir hier sind. Oh ja, natürlich. Das klingt also alles sehr wichtig. Bahnbrechend. Ich bin hierher gekommen, um über die Zukunft des Space Gate zu sprechen. Ich meine mich zu erinnern, dass du Einwände dagegen hast, dass die Regierung die Union durch das Tor lässt. Einwände? Das ist geradezu kriminell. Das Tor wurde für den Frieden gebaut, um eine Brücke zwischen Systemen und Menschen zu sichern. Es kommt mir immer noch wie gestern vor, als wir zum ersten Mal die Lower Space Barriere durchbrochen haben. Wir glaubten wirklich, dass wir die Geburt einer neuen, blühenden Ära erleben. Du weißt schon. Diese Arbeit, die ich hier mache, die Entwicklung des Space Gate Hyperspool-Triebwerks, es ist wirklich die nächste Stufe. Einige der ersten Tests zeigen ein erstaunliches Potenzial. Ich sage dir, Tim, das ist wirklich beängstigend. Das ist dumm. Du weißt, dass diese nächste Version den ganzen Sektor instabil machen wird. Ganz zu schweigen davon, was für eine umweltzerstörende Splitterbombe das sein wird. Okay, also er weiß das schon. Hör einfach mit diesem Wahnsinn auf. Ich kann nicht. Zwingen sie dich. Es ist kompliziert, Tim. Sie können dich nicht zwingen, Bob. Du musst etwas sagen. Sag es den Behörden. Du weißt so gut wie ich, dass man Herrn Bossman nicht ohne eine selbstmörderische Armee im Rücken die Stirn bieten kann. Er kontrolliert alles auf diesem verdammten Planeten. Ich kann das Gelände nicht einmal verlassen, ohne dass seine Schläger mich holen. Vergiss es. Das alles wird ein Ende haben, wenn ich meinen Hyperspulenmotor für Mr. Bossman fertiggestellt habe. Ich glaube nicht, weil dann will er andere Sachen. Klingt, als wäre ich im richtigen Moment gekommen. Was sagst du da? Tackley erklärte den Grund für ihren Besuch und wie die jüngsten Ereignisse neue Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet haben. Es dauerte nicht lange, bis Oppenheimer begriff, welchen Schaden dieses Gerät dem Space Gate zufügen konnte. Fasziniert von der Idee begann er sofort mit der Arbeit an der Neukalibrierung der Bomber. Hm. So, erledigt. Jetzt schon? Ich arbeite schnell, wenn ich an das Produkt glaube. Das ist gut. Ich dachte nur, dass es sich um eine Bombe handelt. Würdest du es nicht überstürzen wollen? Dieses Ding ist jetzt so sehr an das Lower Space Feld des Space Gates angepasst, dass es unter keinen anderen Umständen hochgehen kann. Du bist ein Genie, mein alter Freund. Ich habe das Gefühl, dass ich endlich für die Guten arbeite. Das tust du. Jetzt müssen wir einen Weg finden, dieses Bündel an das Ziel zu bringen. Also irgendwie ist das schon ganz okay, ne, der Oppenheimer, wie es scheint. Vielleicht der stille Typ hier drüben? Ich stimme zu, ich bin hier die offensichtliche Wahl. Warum ich? Das ist dein Projekt. Ja, ich bin die offensichtliche Wahl. Dann ist es entschieden. Für einen hochdekorierten Captain der Space Fleet wie dich sollte das kein Problem sein. Ich bin nicht dekoriert. Die Bombe ist so eingestellt, dass sie bei Kontakt mit dem Lower Space Feld des Space Gates detoniert. Das bedeutet, dass sie automatisch explodiert, wenn das Tor den Sprung einleitet. Ich habe ein paar Bedenken, wenn ich in der Nähe bin, wenn das Ding hochgeht. Ich verstehe deine Bedenken. Ja, ich auch. Gut. Du solltest einen Weg finden, es mit einer der Gepäckkapseln durch das Space Gate zu schicken. Tim, sicher kannst du mit unseren Verbindungen dem Mann Zugang zu einem der Regierungszentren verschaffen. Ja, vielleicht. Ich kann dir eine Sicherheitskarte der Stufe 2 ausdrucken, mit der du freien Zugang zur Gepäckausgabe hast, sobald du drin bist. Das könnte funktionieren. Was ist mit Wächtern und anderen Sicherheitskräften? Oh, diese Registrierungsstellen sind nicht schwer bewacht. Okay.
Du bist ein mutiger Mann, Captain Velmo. Lime dankt dir und wird dir ewig dankbar sein. Lasst uns auf hellere Zeiten hoffen, Freunde. Schön gesagt. Tiefraum Disruptor-Bombe, Schlüsselkarte, Spacegate-Eintrittspass, Disruptor-Auslöser und Bombe. Okay, vielleicht hätte ich dann erst die Bombe sprengen müssen und ihn und dann zu ihm zu Oppenheimer gehen, um ihn zu töten, wenn ich den anderen Weg hätte machen wollen. Man weiß es nicht. Aber der Oppenheimer scheint ja tatsächlich ganz okay zu sein und insofern ist es vielleicht so dann auch die beste Lösung. Und die Eingeborenen, ja gut, denen hätte ich helfen können, aber das weiß nicht, was haben die für mich getan? Okay, Gepäckausgabe ist jetzt aber nicht. Ist das dieser Shuttle-Landebereich? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich schon auf Pi, aber ich bin mir da nicht so sicher. Hier gab es ja noch die Garage. Handelsgrenze. Guten Tag. Bitte halte deine Hand unter den Scanner, bis du den Piepton hörst. Danke. Okay, das Buch, die Karte, den Pass, den Schlüssel, den Zucker, das Gift und das Dings lagern. Boah, das kann mir eigentlich egal sein. Okay, das sind ja auch nur die Shuttles, aber hier bin ich halt nicht gelandet. Kann das Shuttle mich hier abholen? Shuttle, ja. Irgendeine Idee, wo ich versuche etwas zu schlafen. Okay. Ich dachte, ich kann das Shuttle vielleicht herrufen, aber... Nee, kann ich nicht. Okay. Also, dann fahren wir in den Hafen. Wir fliegen nach Pi. Alter, wir machen jetzt eine Pause. Die machen immer Pause. Ich meine, da ich jetzt an der einen oder anderen Stelle doch tatsächlich ziemlich viel Zeit verbrannt habe, ist es vielleicht doch ganz gut, wenn ich mit dem Blaster aufhalten kann, indem ich den Lower Space Kram hier vernichte. Aber wer weiß. Ich habe irgendein Gerät. Vielleicht kann ich das dann, ach, das, was ich da gefunden habe, das Gerät, ne? Vielleicht kann ich das irgendwie dann zerlegen. Der ist mit Dromium gefüllt. Das ist richtig gut. Den zerlegen wir jetzt. Für irgendein Schiffsupgrade habe ich Dromium gebraucht und den Steinwürfel zerlege ich jetzt mal auch, damit ich das Sternfragment habe. Oh, das Nuklearmodul. Das ist schon ziemlich geil, weil ich habe 2 Nuklearraketen. Kriege ich vielleicht doch diesen Kopfgeldauftrag noch erledigt, hä? Okay, also jetzt stellen wir mal das Nuklearmodul her. Das war's wert.
Ich habe jetzt mal den Stein auseinandergenommen, weil der ist halt für sonst nichts gut. Bei der Brennstoffzelle bin ich nicht so sicher, ob die wichtiger ist als... Soll ich erst da runter? Und dann da hoch? Ich gehe mal schon davon aus, dass ich auch danach noch nach Leim kann. Aber wer weiß, ne? Auf der anderen Seite, ich habe jetzt halt auch kaum Raketen. Ne, den 6 Stück. Das geht sogar. Ich habe 3 Sternfragmente, alter Schwede. Vielleicht sollte ich die wirklich mal verkaufen, aber wer weiß, vielleicht brauche ich die für irgendwas. Das sind immer so Fragen. Man weiß es einfach nicht. Tja, gehe ich jetzt zu den Piraten? Andererseits, ich will halt auch... Ich will es halt auch nicht vergeuden, die... die Raketen, ne? Weil wenn ich jetzt einen Nuklearsprengkopf verwende, um dieses eine große Schiff zu zerstören, und dann kommt der Piratenhäuptling hier. Den muss ich ja dann auch wieder noch killen. Wobei andererseits könnte ja sein, dass ich das Original abgegeben hätte, dann hätte ich bis jetzt noch gar kein Nuklearabschussding überhaupt gehabt, ne? Und ob ich das hier hinten nachher brauche, das weiß man halt auch wieder nicht so richtig. Und es ist ja jetzt auch nicht mehr weit. Also ich weiß nicht, ob ich die Raketen jetzt bis zum Ende aufheben sollte und am Ende habe ich sie nie benutzt oder so. Andererseits, wenn ich nach Pi und nach da und dann da... Ja, die Frage ist halt, wenn ich die Mission hier erledigt habe, ob ich dann noch nach Leim kann, um mir da das... Kopfgeld abzuholen, ob ich mir das überhaupt abholen muss, das Kopfgeld? Weil ich kann ja hier als Belohnung einfach nicht die Blackbox nehmen, sondern irgendwas anderes, was, glaube ich, auch mehr Sinn macht. Was man bei ihm, wenn man ihn nachher als Person umlegt, als Belohnung kriegt, weiß ich halt nicht, ne? Komm, egal, dann vergeuden wir jetzt halt die Nuklearraketen im schlimmsten Fall. An Tag 1 kam eine Kontaktanfrage. Piratenkönig. Lumianische Verteidigungsstreitkräfte kontaktieren uns. Okay, mal sehen, was sie zu sagen haben. Auf Anweisung des Lumianischen Außenministeriums. Du wirst derzeit von den interplanetarischen Verteidigungskräften verfolgt und überwacht. Der Standort deiner Operation befindet sich auf Pi. Von diesem Kurs abzuweichen, bevor die Mission abgeschlossen ist, wird als feindlicher Akt gegen die Lumianischen Nation betrachtet. Ah, verdammt. Du hast einen Auftrag des Lumianischen Büros für externe Angelegenheiten angenommen. Ein Mr. Wie, was? Meinst du den Gefallen, den ich einem gewissen Mr. Bossman tun muss? Ich bin weder verpflichtet noch geneigt, solche sensible Informationen preiszugeben. Das ist unerhört. Ich möchte eine Beschwerde einreichen. An wen soll ich sie schicken? Das ist das Lumianische Büro für externe Angelegenheiten. Oh. Die Nichteinhaltung dieser Einschränkungen führt zu einem vollständigen Einreiseverbot für Leim und das Space Gate. Lumianische interplanetarische Verteidigungsstreitkräfte out. Das klang fast wie eine Drohung. Einverstanden. Ich würde schätzen, dass es dir schwerfallen wird, kampflos nach Lüb zurückzukehren, wenn du dich nicht daran hältst. Dann werde ich jetzt stoppen, dann muss ich doch erst die Mission machen. Habe ich halt einen Tag verloren, aber so ist es halt. War schon mal gut, dass sie einen warnen und dass man hier einfach hinfliegt und es dann passiert und gut ist, ne? Okay, im Orbit von Pi. Dann landen wir mal direkt. Bam, 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 badam, badam, bam, 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 badam, badam. Thank you.
Tausende der Natur. Da sind sie wieder. Guten Tag, dein Ticket bitte. Klar, hier ist es. Danke. Willkommen zur Ausstellung. Ich sollte dich daran erinnern, dass dieses Ticket nur den einmaligen Eintritt erlaubt. Vergewissere dich, dass du alles hast, was du brauchst, denn wir können dich später nicht wieder hineinlassen. Schon gut, ich habe alles, was ich brauche, hoffe ich. Oh, nun Glückwunsch, schätze ich. Was ist passiert? Du bist heute unser tausendster Besucher. Wow, ja. Du bekommst Zugang zu deiner eigenen privaten VIP-Kabine, von der aus du die Präsentation von oben sehen kannst. Dort gibt es auch ein paar Snacks und Getränke, die du mitnehmen darfst. Hier. Zeige diesen Ausweis einfach dem Wachmann am VIP-Eingang auf der zweiten Ebene des Gebäudes. Vielen Dank. Hey, Kartikel, dein. So. Ausstellungsbesucher. Die Zukunft ist hier. Gut gesagt, schätze ich. Bruder Hong hier ist ein temporaler Mönch der 6. Stufe. Seine bevorzugte Art der Kommunikation ist die Telepathie. Oh, okay. Und du bist? Ich bin seine Stimme. Ich spreche seine Gedanken. Du kannst durch mich mit Bruder Kong sprechen. Ah. Also, bist du wegen der Upper Space-Präsentation hier? Ich habe dieses Ereignis vorausgesehen, seit ich ein junger Lehrling war. Die Technologie in der Upper Space könnte diesen Sektor retten. Wir wären nicht mehr auf das gefährliche Space Gate angewiesen. Bruder Hong sagt, dass er sich auf die Meditation vorbereiten muss und er wünscht dir einen schönen Tag. Hallo, ich bin hier der Assistent von Bruder Hong. Ich bin seine Stimme. Bitte richte deine Fragen an ihn, nicht an mich. Moment mal, du musst zuerst den Sicherheitsscanner passieren. Bitte tritt hier durch das Tor. Das wollte ich jetzt eigentlich dann auch nicht mehr, aber der ist dann einfach selber gelaufen. Gibt es ein Problem? Wir spüren ein sehr starkes Energiefeld, das von dir ausgeht. Das ist ganz normal. Wir erlauben hier keine Energiezellen oder andere starke Batterien jeglicher Art. Bitte geh nach draußen und entferne alle Geräte, die starke Batterien enthalten. Du kannst die Aufbewahrungsbox nutzen, um deine Sachen während des Aufenthalts zu verstauen. Wir sind hier, um den nächsten Schritt in der Transporttechnologie zu überwachen. Gerüchten zufolge wird die Präsentation nach der Ausstellung im vollen Umfang eingeführt, wenn sie reibungslos verläuft. Diese neue Upper Space Technologie ist wirklich spannend. Bist du für die große Präsentation heute Abend hier? Ja, ich denke schon. Warum findest du das alles so interessant? Dadurch wird das lumianische Space Gate sein Monopol auf das Weltraumspringen verlieren. Ich habe das VIP-Ticket gewonnen, also muss ich unbedingt hin. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß. Guten Tag, Mr. VIP. Mr. VIP. Ich bin Ingrid. Bist du aufgeregt wegen heute? Ich bin nur vorbeigekommen, um ein paar kostenlose Sachen abzugreifen. Aber sicher doch. Ich auch. Ich schätze, wir sind alle hier, um zu sehen, wie Geschichte geschrieben wird. Ich muss ein paar Anrufe tätigen, wenn du mich entschuldigst. Ich weiß nicht, ob ich das da reinlegen will, weil dann kann ich es halt nicht zünden, ne? Was hat er gesagt? Am zweiten Stock. Ah, okay. Ist das hier der VIP-Eingang oder? Anscheinend nicht. Da oben ist nichts. Ich weiß nicht, was es dann heißen soll mit dem VIP-Eingang zweiter Stock, aber vielleicht muss ich tatsächlich hier durch das... Alles, was starke Batterien enthält... Prototyp eines Sabotageobjekts. Dieses kleine elektronische Eingabegerät, das du von den Kindern der Natur erhalten hast, hat angeblich die Funktion, die Upper Space-Prototypen zu sabotieren. Okay.
Das muss ich dann wahrscheinlich am Space Gate machen, die Disruptor-Bombe, ne? Beziehungsweise ich muss die in die Paket-Dings irgendwie bringen und so. Ich weiß es nicht so recht. Kann ich das Ding da reinlegen? Ja, kann ich. Ich muss wahrscheinlich... Ich werde einfach eine dieser Bomben aktivieren. Space-Prototypen. Die Aufzüge zur Haupthalle befinden sich direkt am Ende dieses Flurs. Okay, da ist nichts mehr. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das Richtige weglege. Aber ich gehe davon aus, dass ich die Bombe ja nur am Space-Gate brauche und nicht hier, oder? Oder muss ich jetzt die Entscheidung treffen, welche der beiden Bomben ich mit reinnehme und wem ich dann helfe? Währenddessen wird hinter der Bühne der brandneue Prototyp der Upper Space Maschine vorbereitet. Okay, wir sind uns also über die Sicherheit im Klaren. Kristallklar. Ich habe meinen besten Mann vor der Tür postiert. Ohne die entsprechende Genehmigung kommt niemand rein. Gut, das ist die einzige funktionierende Upper Space Maschine, die es gibt. Wir werden später einen Live-Test durchführen, bei dem uns der ganze Sektor zusieht. Es darf nichts schiefgehen, sonst verlieren wir alle unsere Investoren und diese technologische Revolution wird sterben. Kein Grund zur Sorge, dieser Backstage-Bereich ist absolut sicher. In Ordnung, mach weiter. Okay, da haben wir Gespeicherpunkt. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das jetzt quasi die Frage, welche Bombe ich reinnehme, entscheidet, welchen der beiden Wege ich gehe oder ob ich jetzt hier den Upper Space sabotiere und dann noch mit der Bombe zum Space gehen muss, um da dann noch das zweite Ding zu erledigen. Das würde ich jetzt so verstehen, aber ja, das mag anders sein, als ich es hier verstehe. Aber gut, wir machen erstmal hier das Episodenende und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Bis dahin, ciao.